Schnell! Dann können wir gleich mal, wenn wir jetzt gleich verfolgt werden, können wir das mal ausprobieren. Mach mal fertig deinen Anruf. Das hat gepasst. Eine Streife hat die Verfolgung aufgenommen. Naja, kommt mal. Da freue ich mich drauf. So, ein linker Button muss ich drücken. Ich fühle mich auch leicht verfolgt. Wieso fährt denn der parallel zu mir? So. Toll. Tschüss. Ich gehe auch nochmal los. Boah, jetzt kommen noch mehr. Nein. Fliehe. Ich fliehe doch. Durch die Walachutten. Hilft immer. Bei GTA klappt das auch. Da kommen die nämlich nicht hinterher. Entkommen. Sehr schön. Siehst du? Sag ich doch. Klappt immer. Du nehme ich noch. Nein. Sollte eventuell das Auto wechseln. Ich hoffe, das ist richtig. Ja, ist ja geil. Hier. Darf ich? Nicht überfahren, bitte. Auch dein Auto. Auf. Ich hab gar nichts gemacht. Hallo? Hey! Die haut mit meinem Auto ab! Die haut mit meinem Auto ab! Ist sie bekloppt? Boah, ich kann sich mal nur ein Auto klauen, ey. Was ist denn da los? Gib mir mal die Karre hier. Ist sogar offen. Darf ich mal bitte? Danke. Meine Güte. Und diese Autofahrer. Was ist das denn für ein Symbol? Moment, was ist das für ein Symbol? Was heißt das? Operationsinfos. Operationen findet man überall im Bay Area verteilt. Interagiere mit Personen von Interesse, um diese Operation freizuschalten. Was ist das denn? Hinten. Ach, der da oder die da. Weg da. Muss hier durch. Hallo. Wer bist du denn? Hey, ich hab genauso ein Shirt. Ach, die Anmache ist ja ganz neu. Kennen wir uns? Ja, von der Party, weißt du noch? Ich, kann mich da an nicht mehr so viel erinnern. Kann ich mir vorstellen. Was machst du gerade? Ich arbeite an einem Exploit für die neuen CTOS-fähigen Bankautomaten. Die haben eine Menge Features, die wir manipulieren können. Hast du Lust, das Ding zu testen? Oh ja, sehr gern. Schick's mir rüber. Super. Ich bin übrigens Kaylee. Marcus. Ich weiß, wir kennen uns schon. Ja, stimmt. Was? Okay. Ich bin wohl bei der Testphase von Kayleys CTOS Geldautomat-Exploit dabei. Wie Leute beobachten nur, dass man ihnen in die Nase guckt. Cool. Träum ruhig, Ranch. Damit können wir geldgeilen Säcken eins auswischen. Oder den Underdogs helfen. Erst mal sehen, ob ich das Ding verstehe. Der letzte Dollar. Neue Operation. Alter, hier geht's ja ab, heute. So, jetzt muss ich aber erstmal die Geschichte hier machen. Scheint eiert hier sonst keiner rum. Was soll ich denn hier tun? Okay.
knöpfen wir uns den Pharma-Clown vor. Das Arschgesicht hat's verdient. Mhm. Hallo? Was geht? Was geht? Wer ist da? Yo, Bitch. Hier ist Bobo Dakes. Ach du Scheiße. Ich bin ein Riesenfan. Nimmst du mein Angebot an? Ja, ich habe ein paar heiße Tracks. Echt jetzt? Fantastisch. Yep. Kann ich mal reinhören? Alter, das ist ein Gold and crazed. Hate is blown the fuck away. Feeling lucky, you ain't the hero of the story. You don't go out in a blaze of glory. Make my day, tell him Boba sent you. Scheiße, ist das krass. Dein bester Song, Mann. Gern geschehen. Das ist exklusiv, stimmt's? Sonst kriegt das niemand, nur ich. Wie läuft die Bezahlung? Bin schon eine Kohle, läuft nichts. Schon klar. Muss wissen, wie ich es überweisen soll. Ja, sieh nach. Ah, da. Die Kontonummer? Yep. Aha. Gesendet und bestätigt. Ist bei dir. Großartig, Mann. Da wird ein Traum für mich wahr. Yo, Bitch. Hier ist Bobo Dakes. Was? Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Aber Gott schuf sich selbst nach Bobos Bild. Was laberst du denn da? Yo, Bitch. Hier ist Bobo Dakes. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Wow, was zum Teufel? Nein. Was? Kommt schon, was macht ihr da mit mir? Warum ich? Kommt schon! Ich gehöre zu den Guten! Das ist doch nur ein Geschäft, Mann! Ich habe Aktionäre, verdammt! Alter, 1,7 fucking Milliarden! Willst du mich verarschen? Leute, er hat gerade 20 Millionen für die Leukämieforschung gespendet. Bitch, ohne Kohle läuft gar nichts. Yo, wer war das? Warum ist mein Auto weg? Warum ist mein Auto weg? Verdammte Axt! Okay, das mit den Autos nervt tatsächlich ein wenig sehr. Was nehmen wir denn heute? Nehmen wir mal den Void. Warte mal. Markierung. Ist okay. Na, gleich um die Ecke. Ein Traum. Ach, so lobe ich mir das. So will ich das sehen. So und nicht anders. So, und dann müssen wir noch mal im Haupt, der letzte Dollar Nebenoperation. Können wir den Cyberdriver machen, oder? Ich finde das Auto geil. Oh, jetzt gibt's Hip-Hop. Oh, der ist bösartig. Der ist bösartig. Ach, dicke Scheiße. Oh, der ist aber direkt in der Lenkung. Okay, unterschiedliches Fahrverhalten haben wir anscheinend. Alter, Alter, der sitzt aber auf der Straße. Junge, Junge, Junge. Alter, entspann dich mal. Ruhig, ruhig, ruhig. Okay, der ist sehr direkt in der Lenkung. Und da kommt auch gleich ein bisschen Geschwindigkeitsgefühl auf. Finde ich gut. Unterschiedliche Fahrverhalten sind wichtig. Alter, der geht aber hart ab. Der geht richtig hart ab. Der ist geil. Der ist geil. Boah, Alter. Hast du das gesehen, Alter? Voll der Fahrkünstler. Der übelste Fahrkünstler. Vorsicht! Aber dieser Gegenverkehr, ne? Weg da. Scheiß Moped-Fahrer. Kauf mal ein richtiges Auto und nicht so ein zweirädriges Gerät da. Rollerfahrer. Rollerfahrer sind die schlimmsten.
mag keinen Roller fahren, wa? Die blockieren nur den Verkehr. Kann ich ja hupen? Jo, geil. Sehr, sehr gut. Gefällt mir sehr. Guck mal, wir sind schon da. Ein Traum, wa? Da oben? Ach komm, hör auf. Hör auf. Komm ich da hoch? Vorzugsweise gar nicht, oder was? Doch hier. Oh, guck mal, Carbon lackiert. Oh, nice. Ist ja mega geil. So, dann wollen wir den Paparazzi voll labern. Mal gucken, was der zu erzählen hat. Hey. Hey, Bitch. Pizza. Yeah. Für mehr Details zu dem besonderen Auto will ich auch pikante Details haben. Wie Jimmy Siska und Popstar Nelly Shire? Also vögeln die echt? Ich wusste es. Tja, okay, das klingt auch gut. Ist schon gesendet. Cool, Mann. Sehr cool. Okay, ich habe Ihnen die GPS-Daten des Autos geschickt. Ich kenne diese Stimme irgendwoher. Stiehl das Auto. Ach, der wurde da hinten abgeliefert oder was? Okay. Dann stiehle ich das Auto. Oh, eingeparkt? Das ist aber nett. Ah. Obacht, ich bin ein Star. Hallo, du wurdest in letzter Zeit oft kritisiert, ha? Du hast sehr viel Kritik dafür geerntet, dass du ein paar Leute in deinen Postings auf Invite ganz schön gedisst hast. Ich hoffe, die Leute durchschauen das System. Das ist alles manipuliert. Klar muss man kämpfen, aber der Kampf sollte fair sein, verstehst du? Dieser Kampf ist unfair. Was sagst du einem jungen, aufstrebenden Rap-Talent, das dich und deine Karriere sieht und so sein will wie du? Was rätst du ihm? Welche Richtung soll er einschlagen? Tja, keiner kann so sein wie ich, das ist wohl klar, aber... Naja, ich würde ihm raten, einfach weiterzukämpfen. Weiterkämpfen und sich nicht unterkriegen lassen. Weißt du, was ich meine? Verstehe. Verstehst du? Man muss für sich selbst einstehen. Sein eigenes Ding durchziehen. Und sich nie von Neid in die Irre führen lassen. Das Geschäft ist hart. Die können alle Verstärkung kennt jemanden, der ein Rapstar werden will. Oder sie wollen sogar selbst einer werden. Die Konkurrenz ist riesig. Der Druck ist echt krass. Muss hart sein, wenn man nur von Konkurrenz umgeben ist. Aber lass dich von der Negativität nicht anstecken. Du bist mit einer Gabe gesegnet, okay? Vergiss das nicht. Das bedeutet mir viel. Ich wurde von göttlichem Licht gesegnet, das mich immer durchströmt. Lieber Himmel, genau das hat er uns erzählt. Trisha und Shauna mit dem großartigen Bobo Dex und ein paar bitteren Wahrheiten. Der absoluten Wahrheit. Weiter mit den allerbesten und heißesten Tracks. Sonnenschein pur, rund um die Uhr. Peace. Mhm. Die kann ich abzocken. Mach ich mal. Boah, 75. Es lohnt sich überhaupt nicht. Kann ich auch sprengen. Okay, ich würde erstmal den hier ausschalten wollen. Oder sie. Nein, du musst da drüben hingehen. Hier hin. Nicht wieder aufwecken. Ich
Ach nein.